Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einer neuen Ausgabe von Wurzelheimat, der Talk ins Unbekannte. Und an meiner Seite die Susan Freuzheim. Und wir werden heute das Thema Jenseits dieser Realität erkunden. Und da haben wir natürlich spezielle Gäste geladen. Werner Bartz, Beate Simon, Daniel König und Andreas Nuffing. Herzlich willkommen. Auch ganz herzlich willkommen von mir. Ich freue mich, dass ihr da seid und freue mich schon auf eure Geschichte. Wenn ein waschechter Münchner, ich kann jetzt nicht sagen Niederbayern, aber der Dialekt ist ziemlich ähnlich, einer, der so richtig als Handwerksmeister, Oberinnungsmeister, einen Dachdeckerbetrieb mit 35 Mitarbeitern hier, rockt sein Leben lang und zwar mit Vollgas, dann im Urlaub ein bisschen gebremst wird und dann die Radieschen von unten ansieht, sagt er, okay, darüber möchte er gern berichten, denn er war jenseits der Realität. Hallo Werner. Ja, also danke für die Einladung. Meine NATO-Erfahrung, das ist ja ein Begriff, der so ganz daneben liegt, aber der hat sich hier in der Welt etabliert. Es ist ja so, dass ich noch da bin. Also ich bin ja nicht gestorben. Nahtod, sagt jeder, Vorsicht. Mein Erlebnis liegt also gut 35 Jahre zurück. Aber es ist präsent, wie wenn es gestern passiert wäre. Damals gab es diesen Begriff nicht und ich habe halt dann einfach so auf meine bayerische Art gesagt, du, pass auf, es gibt ganz was Komisches, ich habe mir die Radissal, wie du schon erwähnt hast, von unten angeschaut. Das war so in Bayern, aha, ja gut, der war schon kurz vorm Eigrom. Aber ihr seht mir ja hier quick wie lebendig. Und von außen bin ich der gleiche, nicht ganz. Oben hat sich viel verändert, ja. Aber innerlich bin ich um 180 Grad anders geworden. Und das ist für das eigene Umfeld eine Katastrophe. Deswegen gilt heute für mich der Begriff, eine Nahtoderfahrung ist Fluch und Segen zugleich. Der Fluch ist, wollen wir das als erstes nehmen, wie ich schon gesagt habe, dein Umfeld, das fängt bei der eigenen Frau an, ich sage, ich verstehe meinen Mann nicht mehr. Wenn ich dann in meinem Umfeld oder in unserer Gruppe da mich umgehört habe, dann haben die Frauen oder die Partner gesagt, ich will meinen Mann wieder zurück. Und das heißt was. Das ganze Thema ist dann, dass wir uns getrennt haben. Meine Frau hat gesagt, der hat eine Midlife-Krise von einem Freund, führende Stellung an der TU München. Vor einem halben Jahr eine NATO-Erfahrung gehabt, wurde mir berichtet, du Werner, stell dir vor, der sowieso ist jetzt in der Nervenanstalt. Das war früher zu meiner Zeit noch gang und gäbe. Dass ein Mensch, der etwas erlebt hat, was heute von vielen Wissenschaftlern als mystische Erfahrung angeschaut wird, weil mir fällt in etwas hinein, was man mit Worten nicht erklären kann. Das heißt, in dem Moment, wo man sicher sich ist, jetzt hat die letzte Stunde geschlagen, jetzt ist es vorbei, kommt man in etwas, was unerklärlich ist, und ich versuche es trotzdem zu erklären. Wie darf ich mir deinen Nahtod vorstellen? Wie genau ist das passiert
Und ist es ein Nahtoderlebnis gewesen, wo du dich nur von außen kurz gesehen hast, oder bist du wirklich in andere Sphären gegangen? Also ich hatte praktisch, wir sind in Urlaub gefahren und ich hatte 4-5 Tage über 40 Grad Fieber. Alle Mediziner sagten, das ist eine Erkältung, und pushten mich, aber es war im Nachhinein dann eben genau andersrum. Der Körper war so belastet von Viren, das gibt es heute auch, ganz bekannte Geschichte, dass ich sozusagen, dass wir die Rückreise angetreten haben am 5. Tag, und dann bin ich dann im Auto ins Koma, oder beziehungsweise wir sind an die Tankstelle gekommen. Dort ging mir der Atem aus, ich konnte nicht mehr schnaufen, ich war total vereist, verkrampft, wie ein Baby zusammengezogen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie sie Muskeln zusammenknoten können, bis du keine Luft mehr kriegst. Und dann habe ich halt noch gekrächzt, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich gemeint, ja gut, jetzt habe ich die Türe noch erwischt, das haben sie mir also erzählt. Und dann bin ich aus dem Auto rausgefallen und mein Sohn ist rausgesprungen und hat geschrien, mein Papa stirbt, mein Papa stirbt. Meine Frau war schon auf dem Weg in das Büro, hat den Notarzt angerufen, und da war dann zufällig an dieser Tankstelle am Brenner ein Tauchlehrer, der dann versucht hat, mich am Leben zu erhalten. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, vorbei, jetzt ist erledigt alles, kam mir der Gedanke aus meiner Mentalität heraus, Herrgott, da bin ich. Okay. Und da habe ich mir eigentlich gedacht, ja, das hast du ja mal im Religionsunterricht gehört, also gibt es ja so Sitze zur Rechten und werden richten. Glaubensbekenntnis, kann ich heute nur sagen, oh mei, ihr lieben Pfarrer, ihr liegt ja so daneben. Aber ich verstehe die auch heute, weil das sind Theoretiker. Und einer von diesen Theologen, ein Priester und Mönch, hat mir gesagt, Werner, erzähl mir deine Geschichte, weil ich bin ja nur ein Theoretiker, du bist der Praktiker. Ich habe gedacht, du warst doch studiert, so und so viele Jahre. Aber später habe ich das verstanden, was er gemeint hat. Und daraus wurden viele tolle Beziehungen aus diesem Bereich. Zurück zu dem Moment, wo ich in Gedanken, also ich habe es ja nicht gesagt, aber, und man muss jetzt sagen, was ich jetzt erzähle, dieser Moment des Nicht-mehr-Daseins oder an der anderen Seite anklopfen, an diesem einen Spalt, wo sich da irgendwas öffnet, wo wir aus dem christlichen Kontext sagen, das ist der Himmel, wo ich auch sage, na gut, ist ja in Ordnung, wenn sie vom Himmel redet, aber der Himmel, der ist da. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, was ich damit meine. Ja, Herrgott, da bin ich. Und dann habe ich gemeint, du warst der Sauhund. Jetzt geht's kontra. Aber ich sage es jetzt einmal in meiner Sprache: Schön, dass du da bist. Also es hat dich keiner bestraft, sondern sie haben sich alle gefreut, dass du da bist. Geht nicht, es geht nicht. Und das Erste war, dass ein Vorhang aufging, so wie ich das gekannt habe aus der Meisterschule, wenn man Vorträge gehalten hat, da kamen die Spots wie hier auch. Und das war so stark wie die Sonne. Aber sie hat nicht, oder das hat nicht geblendet. Schauen Sie nicht in die Sonne, sonst sind die Augen kaputt. Ich habe
nur in die Sonne geschaut, aber sie hat nicht geblendet. Im gleichen Moment war ich mag dich. Komm, du bist da. Und ich habe gespürt, wie ich gewachsen bin. Wie alles von mir fällt. Man kann es nur umschreiben mit der Liebe, bedingungslos, nicht menschlich, allumfassend. Und du spürst auf einmal, die werden immer länger. Das kann ja nicht sein, ne? Die sind da aus, ne? Die werden länger. Ich greife über die Erde drüber hinaus. Es geht noch weiter. Über das Sonnensystem, über unser Universum. Also ich habe ja einmal in der Schule gelernt, also unser Universum, und dann ist aus, Sense, da gibt es nichts mehr. Und die Finger marschieren weiter und ich sage, da ist ja noch was. Und später sage ich zu einem Forscher, ich wohne in der Nähe von Garching an der TU, da muss da draußen noch was anderes geben, entweder ist ein Universum da oder irgendwas. Ja, du mit deiner Spintersiererei. Ja, heute wissen wir es, dass es Millionen im Universum gibt. Mhm. Und so wie ich das heute erzähle, habe ich auch versucht, das der Familie, nicht ganz vorsichtig, du, ich habe da ganz was Verrücktes erlebt. Ich war in einer Geborgenheit hoch drei. Ich war draußen mit meinen Händen, es hat keine Zeit mehr gegeben. Die Zeit war weg. Heute gibt es auch, oder der ist ja schon gestorben, einen riesen Forscher, vielleicht den größten aller Zeiten, der über dieses geforscht hat. Und der gesagt hat, die Zeit biegt sich, der Raum biegt sich. Und das war das größte Phänomen, dass ich eine Allwissenheit hatte. Ich hatte alles Wissen, was es gibt. Nur, wenn mir heute einer fragt, hat, ja, und was hast du denn dann gefragt? Das ist mir schon mal passiert. Da habe ich mir gedacht, wie soll ich als Allwissender etwas fragen? Okay. Das geht doch einfach gar nicht. Und das ist das Schöne, das Menschliche, dass sie sagen, ja, wenn sie jetzt so viel gewusst hat, dann frag halt was. Ich habe es gewusst, brauche ich doch nicht mehr fragen. Aber Werner, das Interessante, was du am Anfang gesagt hast, dass da zu Beziehungsproblemen gekommen ist auf breiter Ebene, weil der, wo zurückgekommen ist nach dieser Erfahrung, war ja nicht mehr der gleiche in dem Sinne, weil er die gleichen Ansichten hatte. Du hast gesagt, du bist da mit deinen Freunden, du bist da früher, sage ich mal, Marathon gelaufen und bist mit denen gejoggt, nicht? Und dann bist du stehen geblieben, dann haben die gesagt, ja, Werner, kannst du leicht nicht mehr. Und dann hast du gesagt, nee, das ist nicht wegen, weil ich nicht mehr kann, sondern du hast dann gesehen, wie diese Natur, wie das ausschaut. Du hast praktisch ein bisschen einen Blick noch mit in diese Realität mit reingenommen. Ja, es ist, kann mich erinnern, was du meinst. Ich war ein Marathonläufer im hinteren Mittelfeld. Wir sind jeden Tag sind wir 15 Kilometer gelaufen, Tag und jeden Sonntag, Feiertage. Und dann war da eine Pause und dann kamen meine Laufkameraden und haben gesagt, Werner, wie geht's denn? Magst du wieder anfangen? Ah, sage ich, ja, es geht schon wieder, packen wir. Und ich habe dann unsere Tour gemacht, das geht an der Isar entlang, wunderbare, schöne Strecke und über Kornfelder.
Und plötzlich sage ich, was ist los? Hat mich die Natur oder das Kornfeld angesprochen. Ich wusste nicht wie und was und ich musste stehen bleiben. Hab durchgeschnauft. Es kam wieder diese, wie damals, das war dann vielleicht schon 4, 5 Jahre her, ich spürte die Verbindung über das Kornfeld in die Ebene, wo ich damals war. Aber das geht mit dem Verstand nicht. Nee. Leider geht es nicht. Und ich bin da gestanden und habe, meine Freunde haben das gespannt, haben gesagt, oh, Werner ist ja nicht so weit. Werner, wir machen eine Pause. Ich kann auch denen nicht das jetzt erzählen. Ich habe schon so viel erzählt und jeder hat mich angeschaut und hat gesagt, der arme Kerl. Jetzt stellst du oft eine Erinnerung vor. Ich war im Bayerischen Verband Finanzvorstand für 600 Kollegen, habe ich die Gelder verwaltet und die sagen, der arme Kerl, der spinnt, um Gottes Willen, was macht denn der mit unserem Geld? Das haben sie nicht gesagt. Aber vielleicht denkt nicht. Aber ich habe es ja, ich habe ja lesen können, ein bisschen lei und habe gehört und gespürt, was sie denken. Aber ich habe nicht auskennen, ich kann ja nicht sagen, du Depp, du Blätter, es hat nichts miteinander zum Tor. Das sind zwei Paar Stiefeln. Ja, so viel. Das hat dich praktisch zu einem empathischen Menschen gemacht, wo du vorher so haut drauf warst. Sag ich mal, wenn der Mitarbeiter gesagt hat, Werner, du pass auf, nach einem bestimmten Vorfall kann ich mich erinnern, wo der gesagt hat, Werner, komm mal zu mir, ich möchte mit dir sprechen, möchtest du deine Firma verkaufen? Hast du gefragt, warum soll ich das meine Firma verkaufen? Er sagt, weil wenn wir früher irgendwas falsch gemacht haben, dann hast du uns so zusammengestaucht, bis wir so klein waren und jetzt hast du gesagt, na gut, dann richtest du es wieder, dann wird es schon. Ja, der lebt noch. Wir sind ab und zu wieder im Kontakt. Mein erster Vormann, ein ganz toller Fachmann, ein wunderbarer Mensch, der wo mit Kundschaft umgekommen und so weiter. Und wie ich wieder gekommen bin in die Firma, dann sehe ich da, oh, was ist jetzt da passiert, was hat er denn da gemacht, das geht gar nicht. Dann sage ich, Hans, schau mal hier da. Ja, jetzt sehe ich es auch. Ja, das riecht jetzt und ist erledigt. Das hat er nicht verstanden. Weil wenn ich früher hingekommen bin, habe ich gesagt, was hast du denn für ein... Du bist doch, das weißt doch, wie geht das? Aber sofort. Habe ich nicht mehr können. Ich habe auf die Schulter geklopft, habe gesagt, Hans, das riecht jetzt und fertig. Und der hat gesagt, da ist was los mit dem Chef, ich habe Angst. Und da hat er mich halt auf Zeiten geholt. Ich habe gesagt, Chef, darf ich mit denen reden? Also, ich kann doch immer mit mir reden, Hans. Sagt er, nein, geh woanders, ein bisschen auf der Seite. Er sagt, da haben Sie noch Interesse von der Firma. Dann denke ich mir, Hans, wie kommst du denn da drauf? Ja, eben, was jetzt passiert ist. Ich habe das nicht gewusst, dass ich anders geworden bin. Aber erstmal tausend Dank, dass du uns überhaupt die Möglichkeit gibst, das so hier zu erfahren. Darf Dankeschön. Ich Sie bitten, Susanne, dass du ein bisschen lauter sprechen? Ja, danke. Beate, wenn du das hörst, du bist ja auch jemand mit der geistigen Welt verbunden und hast ja auch so Erlebnisse, die dazu geführt hast, was du heute machst. Was macht das mit dir? Ja, ich bin total bewegt, tief berührt und du merkst ja, ich hänge da so total an seine Lippe und bin da voll mit dir. Und weißt du, wo du jetzt auch gesagt hast, du bist nicht mehr der gleiche, wie du warst. Ja, das, und man merkt es dann so auch gar nicht. Und da habe ich mich jetzt auch wieder so drüber gefunden, wie mein Leben, ich sage ja, das ist in zwei Teile irgendwie geteilt. Ja, also
Ich war mal ganz normal, so ganz normal, irdisch normal, ja. Ich bin Versicherungsmaklerin und ich hatte ja mit dieser Welt überhaupt nichts am Hut. Also bleibt's mir nur weg, gell? Also hätte mal ein Horoskop oder ich hatte immer einen Glaube, aber ich konnte es eigentlich gar nicht in Worte fassen. Ja, und eines Tages erwachte ich auf und da zeigte sich mir die geistige Welt. Und das war für mich auch ein Schock. Es war ein absoluter Schock für mich, wo ich aufgewacht bin und aus einem Licht heraus kam eines Nachts Mutter Maria vor mich hingelaufen, vor mein Bett, guckt mich an, nickt mir zu, dreht sich um und geht wieder. Und das war wirklich damals ein Schockerlebnis. Und das hat dann auch mein Leben total geteilt, weil ab dem Moment war ich in den lichtvollen geistigen Welten, wie ich das heute nenne. Ja? Also ich habe dann die Engel gesehen, die Vorausgegangenen. Ich habe auf einem Bahnhof gelebt, zu Hause, sage ich mal. Da sind in der Nacht 100, 200 Vorausgegangene querbeet durchs ganze Haus gelaufen und Engel und Reizüberflutung, ja, was soll das? Ich habe dann damals gedacht, oh Gott, was habe ich verbrochen in dem Leben, dass mir sowas passiert? Und war erstmal auf der Suche, wer mir da helfen kann, um das wieder zum Stoppen. Ja. Und ich habe immer, ich wollte mein Leben wieder zurückhaben. Ja, ich wollte einfach wieder an diesen Schreibtisch zurück, in das Büro und in diesen Akten sein und wie auch immer. Und dann habe dann gespürt, ja, es geht ja gar nicht mehr anders. Ja. Aber das waren 3 Jahre, wo ich auch gekämpft habe, habe das nicht angenommen. Dann kamen auch Menschen auf mich zu und haben gesagt, du Bea, irgendwie bist du ein bisschen komisch. Irgendwie ist es ein bisschen komisch. Ne? Sage ich, weiß auch nicht, was meinst du da damit? Und hab dann wirklich 3, 4 Jahre gebraucht, um das wirklich für mich zu verarbeiten, was mit mir geschehen ist, wo ich mich jetzt in meinem Leben befinde und bin ja dann einfach mal losgegangen, um das alles zu verstehen. Also damals, das war 2006, 2007, 2008, da war ja noch gar nicht dieses spirituelle Angebot da, wie heute. Ja, also ich war da wirklich total alleine und dachte auch immer nur, oh Gott, ich kann das niemand erzählen. Oder auch mein Mann hat immer gesagt, sag's bloß niemand, gell? Sag's bloß niemand, die stecke dich ja gleich in Psychiatrie, wenn du, ich sehe was du nicht siehst, ja. Und habe mich da wirklich erstmal durchgekämpft. Und ich habe dann die Vorausgegangene am Anfang nur gesehen, oder auch die Engel, oder Mutter Maria, Maria Magdalena, Jeshua, also alles, was sich mir gezeigt hat. Und kam dann irgendwann mal zu einem Punkt und habe zu denen gesagt, also es ist ja echt schön, wenn ihr alle da seid, aber wenn ich euch nicht verstehe, was das soll, dann könnt es auch gehen. Und dann war 3 Tage Ruhe, dann dachte ich, oh weia, was habe ich jetzt gemacht? Und dann kamen die Engel wieder und ab dem Moment habe ich dann alles gehört, was sie sprechen. Welche Menschen kommen zu dir? Ja, manche Menschen würden natürlich sagen, naja, es gibt gar keine andere Möglichkeit mehr. Ich bin mit dem Rücken an der Wand in meinem Leben. Sind viele Menschen natürlich auch mit Krankheitsprozessen, aber auch Beziehungen, Kinder, das Leben ändert sich. Und die kommen dann und möchten erfahren, was die geistige Welt für sie spricht. Also bei mir steht ja auch überall auf der Homepage, sagt man nicht, warum man kommt, warum man einen Termin haben möchte. Ich möchte vorher überhaupt nichts wissen, sondern wenn mein Gegenüber da ist, dann überbringe ich die Botschaft vom Schutzengel, Botschaft von der geistigen Welt, was ich da alles so sehen darf, überbringe das. Und dann frage ich so, was sind jetzt deine, ihre Fragen? Und dann sagen die Menschen meistens zu 90% ist alles beantwortet. Mhm. Und ich finde das immer wieder aufs Neue absolut faszinierend, wie das so möglich ist. Ja. Super. Ja. Daniel, du wirst mit Sicherheit jetzt ein paar Dinge erkannt haben, denn wenn man dein Buch so liest, da heißt echt, was ist jetzt? Das könnte auch hier vom Werner stammen, der Satz.
du hast auch hinter diese Matrix, hinter diese Realität geblickt. Beim Skifahren, glaube ich, bist du irgendwo einmal so einen Angel runter und hast man davor ja auf der anderen Seite wieder hoch, aber da bist du nicht drauf gekommen, glaube ich. Da war nichts. Das ging nicht. Das war auch sehr, sehr lange Zeit, das war in 2007. Also ich habe sehr lange, lange gebraucht, dass ich überhaupt mit dem jetzt nach außen kann, weil ich habe das im Gegensatz zu ihm, habe ich nicht eine Familie gehabt, die mich verurteilt hätte, sondern ich selber habe die Probleme nicht lösen können, die mir eigentlich offenbart wurden, wie es funktioniert. Und was geschehen ist, ich bin dann mit meinem Snowboard bin ich unterwegs gewesen, bin dann Hang runter den ganzen Tag, und zwar ironischerweise der 25. Dezember, also Weihnachten. Und ich war in einer totalen Familienkrise, weil die war gerade am Auseinanderfallen. Die Kinder hatte ich 2 Monate bei mir und das war ein ziemliches Desaster da in mir drin. Und dann ich so nachmittags, das war so gegen 15:30 Uhr, habe gesagt, oh, jetzt noch ein bisschen Hüngerchen, jetzt gehen wir da eine Schorle trinken. Und da hat es einen Hang gehabt, so 40 Meter runter, auf der anderen Seite 40 Meter wieder hoch. Ich habe gesagt, ja, da kannst du so mit einem Schwung runter und dann wieder hoch. Was ich nicht gesehen habe, ist, dass unten in diesem Tal Dings drin hat, da war festgehockter Schnee drin und ein so ein schöner Flaumum drauf. Das siehst du nicht. Und das sieht so nach, ah ja, ein bisschen Neuschnee, ja komm, das nehmen wir noch mit. Und die andere Hangseite, die war komplett vereist. Und ich da in einem Schwung runter, und da hast du da so schon einen gewissen Speed dann drauf. Und in dieser Senke drin bleibt mein Board, ich kriege die Spitze nicht hoch, die bleibt stecken, da macht es einfach uff. Und mit Helm drauf, aber einfach in die Eisplatte rein. Und dann der Moment, dann hat es so geflattert an den Ohren, wie wenn Vögel an den Ohren flattern würden. Ich dachte, was ist jetzt das? Es hat doch keine Bergdolen hier unten. Und da hat sie fluff gemacht und dann habe ich plötzlich gedacht, was ist jetzt passiert? Weil ich konnte mit einem Mal, das Ganze war wie ein Riesenhologramm, ich konnte durch die Berge durchsehen. Ich habe zuerst gedacht, hey, wieso kann ich durch die Berge durchgucken? Ich sehe die Silhouette, ich sehe Züge fahren, aber ich kann durch die Häuser durchgucken und durch die ganze Landschaft. Dann habe ich gesagt, was ist jetzt das genau los? Und dann war das Zweite, was mich sehr erstaunt hat, das Ganze hat vibriert. Also es ist wie, wenn im Sommer, wenn die Sonne auf den Teer scheint und dann flimmert das so. Das Ganze hat einfach so richtig ganz durchvibriert und dann hat es noch einen Ton. Und dieser Ton ist so, wie wenn du, wenn du schon an einem Kraftwerk gestanden bist, die Turbine, wenn das so, das macht so ein Brummton oder bei einer Trafostation, das ist pure Energie. Und ich dachte, Marco, da ist richtig Ladung drauf. Und dann ich so mit meinem jugendlichen Leichtsinn, ich muss immer alles antatschen, weil mir hat es immer geheißen, jetzt schau mal mit den Augen, Junge. Und da habe ich gefunden, ja, ich habe es nicht geschnallt, was da los ist. Ich will in den Berg hineinlangen. Und der Berg ist aber, der ist kilometerweise die andere Hangseite weg, aber ich konnte mit meiner Hand einfach durch und rein, weil ich wollte fühlen, was das ist mit meiner Hand. Und was geschah. Es ist wie bei einem, wenn du die Hand an den Spiegel halten würdest, kommt meine Hand, also eine Kopie exakt von meiner Hand, kommt mir entgegen. Jetzt kommt meine Hand aus diesem Berg raus und ich fühle genau, wie sich diese Hand anfühlt. Also nicht nur 2D, sondern auch die Vibration, einfach das ganze Spüren vom Ganzen. Und das ist das Momentum. Wenn das jetzt überträgst auf das Jetzt, was jetzt da ist, dort liegt der Schlüssel drin in der ganzen Geschichte, was hier ist. Weil wenn du das jetzt mal vergegenwärtigst, ich wollte fühlen mit dem Gefühl, was da ist, und dann drücke ich eine Hand rein, da kommt eine Hand raus. Also wenn ich dir logischerweise sagen würde, sagst du, auf diesem Berg, da hat es Bäume, aber eine Hand aus dem Berg, da sagst du, macht null Sinn. Hast du dich denn in dem Moment wahrgenommen? Hast du nicht ich mich, sondern ich aber alles rundherum, weil das ist so wie, du bist einfach ein Wesen. Ein Körper, das hatte ich noch nicht geschnallt, das ist ja der Clou an der Geschichte, weil ich, derjenige, ich hatte so viel Schiss im Leben, ich habe die größte Schiss verlassen werden in Beziehungen, Katastrophe für mich. Und am Schluss, wenn ich das alles ausgefädelt habe, vom Runterfallen, ist immer der Tod meine Urangst gewesen. Am Schluss,
Entweder verhungerst du, du wirst alleine gelassen, du stirbst, du versiegst in irgendeinem Loch drin. Das war immer meine Urangst. Und ich wollte immer herausfinden, ja, warum habe ich die eigentlich, diese Angst vor Existenznöten oder was weiß der Kuckuck was. Und immer diese Angst. Und jetzt sind diese Dinge geschehen. Ich habe es nicht mal gemerkt. Ich habe immer noch nicht gemerkt, das habe ich erst viel später realisiert, was eigentlich wirklich geschehen war. Ich war so beschäftigt mit diesem Ding, was jetzt da läuft. Und wenn du jetzt das übersetzt auf das Leben, das ich hier führe als physisch sichtbares, feststoffliches Teil, ist eigentlich das Fühlen ist ja wieder Triggerpunkt, weil da ist eine geladene Energie, also wir sprechen ja vom Energiesparen, da musst du nur rauslachen, wenn du das hörst, weil das ist pure Energie. Und das ist wie wenn du beim Computer einen Druckauftrag gibst, sagst, ich will jetzt eine Seite drucken, dann druckt er das aus. Ich drücke meine Hand hinein, drücke ich das raus. Habe ich Angst, dann baut sich Angst auf. Das steht wie ein Glas in der Luft, die ist da und du siehst die. Und das sind aber nur Frequenzen, das ist dieser Ton, dieser Brummton, das sind nur Frequenzen, das schwingt alles. Das kannst du jeden Physiker fragen. Das heißt, du warst so beschäftigt mit dem, was da passiert ist, dass du für dich gar nicht gesehen hast, oder hast du dich gesehen, dass du verletzt warst? Oder? Das außen noch nicht, aber was dann ist, da, das war zuerst mal einfach die Übersetzung jetzt, weißt du, dass du das verstanden wird, weil das ist eigentlich der wesentliche Punkt, dass eigentlich wir konstant schöpfen, jetzt weißt du auch, wer der Schöpfer ist, brauche ich nicht wie mehr schön. Zusammen. Ja, wir sind es alle und wir schöpfen, das ist ein Dauerzustand. Mhm. Also das heißt, das wer, was, wie, wo, wann liegt nicht in meiner Macht, sondern das ist die Energie, die das macht für mich. Ich bestimme nur die Richtung, geht es nach schwierig oder geht es nach schön? Und diese Wahl, und das ist der freie Wille, wo ich entscheiden kann, wie will ich fühlen, weil mein Fühlen generiert jetzt in meinem Fall diese Hand, aber da kannst du die Beziehungsnot, die Finanznot oder das Finanzglück oder whatever, das kommt raus und das Leben präsentiert sich mir und ich sage, hey, das ist ja was für ein geiler Film, weil das ist ein Hologramm, das ist wie wenn du im Kino sitzt und zuschaut, was da auf dieser Leinwand geschieht. Und dann kommt dann der Witz von der ganzen Geschichte, ist dann der, ich zuerst da beschäftigt, was da ist, dann habe ich so wie hochgeguckt und dann waren sie da. Zu Hunderten, der Hang war gefüllt von Engeln. Ich habe bis zu diesem Moment nicht gewusst, was Engel sind. Aber in diesem Moment weißt du es einfach. Das ist eigentlich diese vollständige Kommunikation. Es ist alles eigentlich klar. Wie er es ganz schön beschrieben hat, alles in diesem Feld, du kannst es, diese Energie kannst es Gott nennen, du kannst es Liebe nennen, es ist alles dasselbe. Es ist eine Energie. Es sind nicht zwei, nicht fünf, nicht zwölf, eine. Und diese Energie, die liefert, und das ist ein Gefühl, so ein Wonnegefühl, wenn du, das hast du vielleicht einmal im Jahr vielleicht, wenn du am Morgen erwachst, und du bist einfach ausgeschlafen, ausgeschlafen, ausgeruht, du fühlst dich glücklich, du könntest den ganzen Tag umarmen, jetzt schon, so dieses Wohlgefühl, aber nicht mal annähernd das, aber es geht in diese Richtung und das ist einfach alles schön und friedlich, weil es ist ja eine Energie und Frieden ist ja, entweder hast du Frieden oder nicht Frieden, aber nicht ein bisschen mehr Frieden, weniger, sondern es ist eben das Glück, der Friede, alles dasselbe. Und das fühlt sich so an. Und dann gucke ich so rum und dann sehe ich diese Engelwesen. Das sind Gestalten, die wabbern so, das macht so, ja, und die sind so zum Teil so 1, 2, 3 Meter groß, bis aber 12, 15 Meter. Und die bewegen sich da, schwirren da so ein bisschen, eben wie Energiefelder, so wie Fettaugen auf der Suppe, schwirren die umher. Wie Fettaugen auf der Suppe? Ja, weißt du, wenn du Fettaugen auf der Suppe siehst, das fluktuiert auch. Engel umher. Sind wie Fettaugen auf der Suppe. Ja, genau. Das ist schon mal. Es fluktuiert einfach umher. Und dann ich so wieder mit einer Naivität, hey, was ist denn jetzt los, Engel? Jetzt ist doch 25. Dezember, Kinder und Weihnachten und so und die Geschenke. Nein, 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 alles gut. Und da lacht alles. Weil die haben so lustig, die können gar nicht anders als lachen, ich auch, weil du klopfst dir auf die Schenkel, wenn du siehst, was da läuft. Du kannst nicht anders als lachen, weil die Energie, die Qualität ist so. Das geht gar nicht anders. Und ich dann so, ja, aber was soll das jetzt? Und dann ist ein Wesen ist hervorgetreten. Ich habe lange gebraucht danach. Ich habe dann gehört, es war Raphael, der ist vor mich hingestanden. Und gesagt, ja, aber was soll das jetzt? Und dann er so zu mir, jetzt kannst du mal hinter die Kulissen gucken. Und ich,
hinter welche Kulissen gucken bitte? Ja, jetzt guck doch einfach mal hin, einfach so in einer bestimmten Art. Ja gut, dann gucke ich mal und dann ist ein Punkt gekommen, ich habe dann auf dieses Schauspiel da geschaut und dann siehst du die Menschenwesen. Mhm. Und bei den Menschenwesen ist es so, das ist auch das Hologramm, also diesen physischen Körper, den du hier vermeinst zu sehen, gibt es nicht. Das ist schon eine Silhouette, du guckst durch. Dann hat es in jedem Wesen drin, das ist etwa hier, ein Licht, das ist von einer solchen Schönheit, das habe ich noch nie gesehen auf dieser Erde. Das ist wie wenn du Juwelen nehmen würdest und du würdest mit 100 LED-Lampen reinzünden, du kämst nicht an diese Schönheit ran, weil es ist noch diese Weichheit, dieses Wohlgesinntheit, dieses Gefühl, diese Stimmung ist auch noch drin. Und das ist in jedem uns drin. Und dieser Funke, könntest du fast sagen, dort, das war meine Impression, das ist die Möglichkeit, weil wir fühlen können über das. Es ist wie die Zündkerze im Benzin, macht so plopp und dann kommt das, das funkt die ganze Zeit. Und dann, das war der Clou dann an der Geschichte, aus den Köpfen raus kommt Gewölke. Was? Gewölke. Es wolkt, Wolken. Es wölkt aus dem Kopf heraus und nebelt den Kopf rein. Und weißt du, was du dann machst? Sagst du, das ist jetzt aber nicht euer Ernst, habe ich wirklich dann zu ihm gesagt, jetzt verarschst du mich, jetzt machst du, das ist jetzt aber ein Witz, was du mir jetzt sagst. Jetzt ist das Gefühl hier in einer derartigen Liebe, in dieses Wohlgefühl ist alles da. Wir sind alle eingebettet, das ist ein Raum-in-Raum-Konzept, wir sind alle eingebettet da drin. Jetzt habe ich, weil in meinem Leben, das kommt ja, das Gewölke kommt aus dem Kopf. Mhm. Es kommt nicht aus dem Anus, es kommt nicht aus den Fingern, es kommt aus dem Kopf. Und das hat einen Grund, weil da zwischen den zwei Ohren sitzt ein Organ. Und dieses Organ durch die Gedanken produziert es eigentlich das ganze Gewölk und ich nebel mich selber ein. Dann habe ich dann gesagt, also echt jetzt habe ich das ganze Leben quasi meinen Hintern aufgerissen, zum ein guter Vater sein, zum einen guten Job zu machen, zum irgendwo Glück oder Friede oder Freude zu finden. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich mich selber eingenebelt habe und die ganze Zeit logischerweise, was ist, wenn du im Nebel bist? Da laufst du in die Wand rein, da bist du am Suchen. Ja nichts. Ja. Warum suchen wir alle? Dabei ist alles schon da. Mhm. Also jetzt verarscht ihr mich. Sagt nein, und da lacht es rundum. Nein, nein, das ist alles gut, so ist es. Und gesagt, ja, okay, schön. Und dann hat's eine Situation gegeben mit meinen Töchtern. Plötzlich sind die erschienen, obwohl die hunderte von Kilometern weg waren, weil ich war dann in den Schweizer Bergen irgendwo weg. Und endlich, das war mein erster Tag, als meine Ex-Frau dann die Kinder genommen hat. Das war mein erster Moment da und die waren da. Und dann hat es eine Situation gegeben, wo ich die Kinder zurechtgewiesen hatte. Aber eine banale Situation, so, jetzt komm nicht immer mit den schmutzigen Schuhen rein, oder so eine, schon ein bisschen mehr, aber nicht so ein Volldrama, aber wirklich so eine Banalsituation. Und dann fühlst du im selben Moment sämtliche Gefühle von allen Beteiligten. Also meines, von den beiden Töchtern, auch das von Oma und Mutter, weil sie das erzählt haben, was der Papa ihnen gesagt hat. Das heißt eigentlich so, dein Leben wird so 60, 80 Jahre einfach zusammengedampft in einen Moment, weil Raum und Zeit gibt es nicht, das ist inexistent. Und dann fühlst du aber gleichzeitig alles in einem Moment. Mit allen Auswirkungen. Und das ist intensiv. Das ist wirklich intensiv. Und ich möchte nicht wissen, wenn sich jemand jetzt, weil jetzt kommt so ein Moment, in diesem Moment habe ich dann begonnen, wo ich das mal gefühlt habe, gemerkt, hey, Moment mal, aber das ist ja schlimm, so geht das nicht. Und als ich diesen Moment ausgesprochen, oder gesprochen, einfach gewusst habe, dass es so, wie ich das gemacht habe, nicht geht, weil durch meine Intention hat sich bei ihnen Sorgen entwickelt, dann macht es ein Gewölk und die laufen in die Wände hinein. Und du siehst auch, wenn die Menschen ineinander hineinlaufen, du siehst das und du lachst dich kaputt, weil du siehst diese Figuren, die laufen aneinander zu, du siehst, die sind alle gewölkt, dann macht es puff ineinander und die fallen auseinander weg. Aber nicht der physische Körper, sondern die Seele. Die fällt raus, purzelt rum, weil du touchierst dich ja. Und da musst du lachen, weil es ist ein Schauspiel, es ist wie ein Theater. Und wenn du dann noch
Hunderte von Menschen hast, eine ganze Nation oder eine Familie, die dieselben Sorgen teilen, dann hast du einen fetten Nebel und von Licht nicht die Spur. Das heißt, das Licht ist schon da. Und was auch sichtbar war, ist, es hat gewisse Wesen gegeben, die haben praktisch keine Wolken gehabt. Und das ist, wenn das geschieht, die ganze Engelswelt, das ist ein Jubelschrei, der da durchgeht, weil diese Qualität, wenn das Gewölke weg ist, das ist ein, da kommen dir eigentlich die Tränen, wenn du sowas erfährst. Ich habe Tempo dabei, gell? Also ja, ich weiß, nein, es geht. Ich hab's gesagt, ich will sprechen können und nicht heulen. Ja. Daniel, bevor wir mit der Geschichte auch zu dir kommen, würde ich gerne mal sagen, da braucht man doch ein paar Klänge, oder? Genau. Auf das Ganze rauf, diese Schwingungen mal hier repräsentieren. Juli Lea. The Spirit of Mary. Das ist die Melodie, die ich in der Grotte von Maria Magdalena empfangen habe. Es geht um Liebe, es geht um Frieden und um Weisheit. We are sisters of Mary. We all are made of love. Take the hands of your brothers to tread the magic path. The Gospel of Mary is for you. May this melody flood the world with love, peace, and wisdom. Andreas, offensichtlich hat jeder ein bisschen anderen Zugang zum Blick hinter diesen Vorhang, hinter diese Realität, jenseits dieser Realität. Und deiner war, in dich zu gehen. Ganz genau. Wir haben alle unterschiedlichste Zugänge, aber eins
verbindet all unsere Geschichten. Wer erlebt das? Wer ist der Zeuge von Werners Geschichte, von Beates Geschichte, von Markus Geschichte, von Andreas Geschichte? Und darum geht's. Das ist für mich jenseits der Realität. Das ist für mich der Ursprung des Lebens. Das ewige, zeitlose, unsterbliche Bewusstsein. Es gibt das Bewusstsein und den Inhalt des Bewusstseins. Das ist zum Beispiel jetzt der Inhalt des Bewusstseins, unser Talk. Und dieser Inhalt unterscheidet sich von der Substanz nicht von unseren unendlichen Geschichten, die wir erfahren haben. Weil, so wie wir gesagt haben, es ist eine Erfahrung. Wir hängen uns alle an einer Erfahrung auf, an Objekten auf, vergessen aber den Zeugen, der das bezeugt. Und mir ist ganz klar, seit 2013, speziell was Werner erlebt hat und auch du erlebt hast, erlebe ich jeden Tag. Einfach, weil ich das Leben nicht mit, durch die Brille des Verstands sehe. Es ist ein absolutes Loslassen hier geschehen, ein absolutes Hineinfallen in die Unwissenheit. Es gibt keine Zeit, es gibt keinen Raum. Es ist hier eine virtuelle Simulation, Holodeck. Ja? Und das erschafft diesen unendlichen Frieden und diese Überzeugung der eigenen Unsterblichkeit. Denn auch Geburt und Tod geschieht innerhalb einer Geschichte. Alle großen Weisen, alle großen Mystiker haben gesagt, Geburt und Tod ist eine Illusion. Es ist nur ein Gedanke. Wenn wir in den Moment hineinschauen, ohne Verstand, ohne zu denken, einfach nur bewusste Wahrnehmung, sehen wir, so wie Marco gesagt hat, durch die sogenannte Materie durch. Es gibt keine Materie, es ist Illusion. Es gibt nur das, was ist, und das ist alles aus Bewusstsein, für Bewusstsein, und es erlebt Bewusstsein. Jetzt sitze ich vor dem Fernseher, sehe unser Interview und denke, das ist super, und wie mache ich das? Gute Frage. Informier sie, Kinder. Ich könnte es ganz einfach beantworten. Der Prozess ist natürlich nicht so einfach, aber es geht darum, dass du dir Raum und Zeit schenkst, den Moment ohne deinen Verstand zu erleben. Damit meine ich, wenn du eine Blume anschaust, bewusste Wahrnehmung auf die Blume und nicht gleichzeitig zu sagen, das ist ein Schneeglöckchen, das kommt daher und dort erscheint das Schneeglöckchen nicht. Es ist schön, es ist nicht so schön. Einfach die bewusste Präsenz, die bewusste Wahrnehmung. Das heißt, du hast ja eine Vorgeschichte dazu, wie sich das bei dir geöffnet hat, aber hast du das aktiv trainiert oder trainierst du Menschen und zeigst ihnen, wie sie aus dem Verstand rausgehen können? Genau, richtig. Also es kommen Menschen zu mir, speziell mit psychischem Leid. Ja? Teilweise geht es ihnen um das tatsächliche Erwachen, teilweise geht es ihnen einfach darum, mehr Frieden zu erfahren. Der Weg ist in Wirklichkeit immer dasselbe, den Gefühlen Raum zu schenken, ja? Seine eigenen seelischen Wunden anzusehen, tief reinzugehen. Nur dann heilen wir und dann heilt auch das Urtrauma. Und was ist das Urtrauma? Das Urtrauma ist zu glauben, wir sind der Körper. Wir sind eine getrennte Person. Das ist das Urtrauma aller Traumata. Wenn wir das gelöst haben, wenn wir sehen, dass es keine Trennung gibt, keine Separation, keine Spaltung, sondern nur Einheit, dann ist Heilung da. Und dann durchblicken wir auch die sogenannte Realität, die im Endeffekt etwas viel Größeres ist als das, was wir hier leben. Denn das kommt und geht. Das unterliegt einer Wandlung. Und die Realität muss etwas sein, was immer konstant ist. Und was ist immer konstant? Das ewige Leben. Und das können wir alle erfahren, wenn wir bereit sind, ohne Verstand in den Moment hineinzuschauen. Du weißt oder weißt vielleicht auch nicht, ich arbeite mit trauernden Menschen und da erlebe ich das tatsächlich auch, dass immer, wenn sie natürlich sehr in diese Trauer reinfallen, sie sich wie abgeschnitten fühlen. Abgeschnitten von ihren Verstorbenen, abgeschnitten von der Welt, abgeschnitten von überhaupt sich selbst. Ja. Arbeitest du auch mit solchen Menschen? Absolut. Absolut, natürlich, natürlich. Die Trauer geschieht ja aus dem Grund, weil wir uns als getrennte Person erfahren. Wenn ich mich als Einheitsbewusstsein erfahre, kann mich niemand seelisch verletzen. Es ist unmöglich, weil ich eben genau in dieser allumfassenden Liebe bin.
fühle ich mich getrennt durch meine Unbewusstheit, weil ich nicht bereit bin, meine Gefühle anzuschauen, spaltet sich das Bewusstsein illusorisch als sogenanntes Ego ab. Und nur dann kann Trauer, Einsamkeit, Angst, Sorgen, was auch immer entstehen. Sonst ist es unmöglich. Mhm. Und wenn wir einfach unseren Schmerzen Zeit und Raum geben, sich zu öffnen, das anzuschauen, dann kommen wir ganz automatisch zu uns selbst zurück. Wir spüren den Kontakt zu uns, zu unserer wahren Essenz. Und plötzlich sehen wir, das Leben ist lebenswert und das Leben ist schön. Weil einfach eine Rückverbindung zu dem besteht, entsteht, was wir in Wirklichkeit immer schon sind. Daniel. Danke. Du hast auch geschrieben in deinem Buch, das Fühlen ist die Sprache des Universums. Das wäre, genau, weil das wäre die Antwort von meiner Seite her auf deine Frage, wie machst du das ganz genau? Weil das war mein Punkt dann. Ich bin dann zurückgeschickt worden, dieses zurückgeschickt wäre, also das Sterben habe ich nicht mal gemerkt. Es war sehr lange, hat es gedauert, bis ich gesehen habe, oh, da liegt ja mein Körper. Ah, demzufolge muss ich tot sein. Und ich, der so viel Schiss hatte. Und dann hat es geheißen, so mein Lieber, du gehst jetzt wieder zurück. Du hast einen Blick hinter den Vorhang werfen können. Und ich habe zuerst gesagt, nein. Das ist so schön da, was will ich da? Und dann ist geschehen, dann haben sie sich aufgebaut, die Wesen vor mir. Das ist wie so, wenn du einen Rat, einen heiligen Rat, hätte ich fast gesagt, da kommen sie zu Hunderten, bauen sich vor dir auf. Und die schauen dich in deiner Liebe an, da kannst du nicht sagen nein. Und dann merkst du plötzlich, oha, ich bin ja Teil von denen. Du gehörst zu unserem Team. Und dich schicken wir jetzt wieder zurück. Weil du bist auf diesem Spielfeld. Und wenn du beim Fußballspielen bist und vor dem Tor stehst, wir sagen dir die ganze Zeit, wo du lang gehen musst. Aber wenn du nicht hörst, dann nützt das natürlich irgendwie nichts. Und da gehst du jetzt wieder zurück. Und sie haben mich geschickt mit Datum, Tag, Monat, Jahr, wo ich davon ausgehe, das wird wohl meine Zeitdauer sein, die ich hier zur Verfügung habe, das zu tun. Schicke mich zurück. In einem sehr schmerzvollen Prozess weggehen, das ist super easy, braucht sich keiner Angst machen dafür, aber zurück, das war hart. Das war wirklich reingepresst werden mit Schmerzen, also wirklich körperliche Schmerzen und, also es ist wie wenn Muskelschmerzen und der Geist, der fühlt das auch rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und das war wirklich ein Kampf im Spital, da die Ärzte haben, da hat es einfach die Maschine abgestellt, dann ist er wieder gekommen, wieder weg, wieder kommen, also einfach ein drunter und drüber. Und dann ist der schwere Moment gekommen, weil ich verstehe deine Worte, jeder Satz stimmt. Aber bei mir, ich bin dann da gewesen, der Arzt hat gesagt, so, da haben wir ein Tomogramm von dir, wir haben keinen Plan, wie das sein kann, dass du da wieder gesund bist, wir haben deine Organe geprüft, alles gut, du hast keine Knochen gebrochen, alles gut, du kannst wieder aus dem Spital gehen, wenn du gesund bist. Keine Gehirnerschütterung, nichts? Nada, nichts. Ich habe beinahe geweint, auch da wieder, vor dem Arzt, weil ich konnte ihm nicht sagen, was das ist. Und dann begann dann das Problem. Weil ich hatte damals zu diesen Wesen gesagt, ja okay, klar, da kannst du nicht Nein sagen, zum sagen, ich gehe wieder zurück. Okay, ich mache das. Ich erzähle den Menschen, wie das geht. Komme zurück, laufe zwei Tage später wirklich aus dem Spital raus, wie wenn nichts gewesen wäre. Ich komme so raus aus dem Spital, da kommt der Bus, das Postauto in der Schweiz. Ich drücke auf diesen Knopf und jetzt plötzlich ist da Widerstand. Dann macht es, geht die Türe auf und ich kann nicht mehr durchdrücken. Da habe ich gesagt, ja, aber wo ist jetzt das Gefühl? Und da war eine komplette Wand. Ich habe nur noch das gesehen, was da ist. Ja, aber wo sind jetzt diese Wesen? Die haben mir doch jetzt gesagt, ich soll doch jetzt denen erzählen, wie das geht hier. Aber wie muss ich jetzt das machen? Ich habe keinen Plan gehabt. Das ist wie wenn die dich irgendwie auf eine einsame Insel aussetzen mit einem Kocher und die Bedienungsanleitung für den Kocher nicht mitgeben. Ja, und wie mache ich jetzt das? Weil das ist die Qualität und wie geht das jetzt? Und ich habe mich, das war dann meine Scham, was du gehabt hast mit der Familie, hatte ich dann vor mir, weil die Ehekrise, die hat sich zugespitzt in eine Vollkatastrophe für mich. Es hat Kontaktabbruch gegeben von den Kindern zu mir, das war Hölle für mich. Und ich habe dann meine neue Frau kennengelernt und sie hatten so gesagt, ja, aber Daniel,
jetzt haben die doch die Decke gezeigt, wie das geht. Wieso kannst jetzt du das nicht? Und ich muss sagen, ja, du hast recht. Ich habe gesehen, wie es funktioniert, aber mir hat ein Schlüsselelement gefehlt. Ich habe nicht verstanden, wie ich das auf den Boden nagle. Weil diese Sprüche, alle ist alles wunderbar. Da kannst du die Bibel lesen, steht alles drin, ist alles klar. Aber wie bringe ich das auf meine zwei Füße? Und da habe ich mich so geschämt, dass ich das selber nicht konnte. Ich habe mich nicht getraut, über das, deswegen habe ich 16 Jahre jetzt gebraucht. Ich habe selber rausgefunden, gelernt, wie das jetzt geht. Und es hat zwei Schlüsselerlebnisse gegeben, die mir das aufgezeigt haben, das mit dem Fühlen. Und zwar das Fühlen ist für mich der Schlüsselpunkt, weil wenn ich eine Notsituation habe, wenn jetzt das Bankkonto auch so kommt, der ist jetzt null und ich muss die Miete zahlen, dann habe ich das Problem vor dem, ich sitze vor dem Fernseher, ja, was mache ich jetzt mit dem? Und das habe ich. Und dieses Momentum, wenn mir bewusst wird, dass durch diese Sorge, diese Not, dass ich mit dem Fühlen dieser Not eigentlich genau diese Energie aufbaue, dann habe ich diesen Turm von Babel vor mir, der mir genau durch die Resonanzen dann diese Frau liefert, die sagt, oh, diesen Mann will ich kennenlernen, der hat Lust auf Trennung. Dann ist das klar, dann kommt die. Das Leben zeigt es mir ja. Und wenn ich mich aber darin verfranse, dass ich das Gefühl habe, das sei jetzt echt, dabei ist es ein Hologramm, dann habe ich verloren, weil verloren in dem Sinne, dass die Energie runtergeht mit der Frequenz, dann wird es schwer wie ein Stein, dann kommst du Depression, dann kommst du Krankheiten, das ganze Trala kommt dann rauf. Drehe ich, gehe ich in die Vertikale hoch mit der Frequenz, also es muss einfach hoch, dann geht das Gewölke weg. Das ist so banal, wie wenn die Sonne in den Nebel scheint, da geht die Temperatur hoch, der Nebel lichtet sich und plötzlich siehst du. Dann erkennst du, weil die vollkommene Kommunikation, die ist da. Du hörst die Antworten, was zu tun ist, aber nicht mit dem Kopf, was den Nebel generiert, sondern du spürst es. Es ist der Impuls und die Intuition ist das Kommunikationsinstrument zu dieser geistigen Welt und das muss man üben. Intuition üben und das ist das, was dann jetzt dann geschehen ist. Dankeschön. Beantwortet das die Frage, die Super. Du hattest? Werner, wie geht es dir denn heute nach dieser langen Zeit? Du hast ja dann auch gearbeitet in der Hospiz, du hast dann auch irgendwo diese Empathie für die Menschen versucht, hier was zurückzugeben. Das magst du heute noch. Ja, war 15 Jahre im Christophorus Hospiz in München. Und jetzt sage ich einen Satz, so auch wie vorher mit Fluch und Segen. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich einen neuen Sterbenden begleiten durfte. Und alle, die wo ich so in meinem Umfeld habe, die haben gesagt, ja, holst du das aus oder dann tragst du das mit heim. Und nein, ich weiß ja, was passiert. Ich habe es ja erlebt. Aber ich habe nie versucht, das diesen Menschen zu erklären. Sondern ich habe immer geschaut und gewartet, nonverbal kommuniziert und plötzlich hat mich dieser Mensch, Mann, Frau, alt, jung, anders angeschaut. Sag ich, jetzt hast du wohin geschaut, gell? Ich habe sofort ein Ja bekommen, nicht über die Stimme. Ja, er hat Kontakt. Das ganze Gesicht, die Mimik, haben sich von dem Moment an verändert. Es war nicht mehr diese Angst, wie wir hier gehört haben. Die war nicht mehr da. Und für mich war das ein göttlicher Moment, wenn der Mensch seinen letzten Atemzug gemacht hat. Und da musste man eben auch ein bisschen erfahren sein, weil solche Menschen ja oft in einem Rhythmus von 2-3 Minuten oder 5 Minuten atmen. Dann sagst du, ja, das ist ja schon gestorben. Jetzt kommt dann der Pfleger und jetzt geht es raus, jetzt richte ich einen her, sage ich nichts. Der ist noch da. Und das wurde immer akzeptiert. Ich konnte es aber nicht greifen und sagen, es ist das und jenes gewesen, was mich das machen ließ. Aber ich spürte einfach, wie dieser Mensch sich von seinem Innersten, Seele, Geist
raus und rein ging. Und das konnte ich nicht beschreiben. Mhm. Und ich habe auch vorher gesagt, das mit dem Fluch und Segen. Wie bist du gesagt hast, 4 Jahre. Also ich habe 6, 7 Jahre gebraucht, um das, was ich erlebt habe, zu integrieren. Und man vorher von dir auch gehört. Diese, warum mich? Warum hast du mich ausgesucht? Warum muss ich das aushalten alles? So. Und da habe ich lange mit dem, ich sage jetzt einmal, für mich ist Gott nicht mehr der Begriff, ja. Aber ja, mit dem Kraft wie noch was. Und der hat mit mir genauso bayerisch geredet, eine Stimme oder ein Symbol, wie ich war. Und da haut er die Füße weg. Und plötzlich kam der Punkt, wo wir auch wieder ein Pater gesagt hat, Werner, du hast, es ist was bei dir aufgegangen. Du brauchst keine Hostie, du brauchst keinen Pfarrer, du brauchst keine Kirche nicht. Ja, ich bin auch noch nie reingegangen, aber dann sagt er, ja, weil du das in dir hast. Und heute kann ich sagen, du hast mich da auf eine Spur gebracht. Ich sage heute, ich habe eine Quelle, ist bei mir aufgegangen. Es deckt sich an Wasser, ist eine Quelle. Aber wir fangen ja immer an zu interpretieren, ja, nicht, dass man sagt, ja, aber es ist ein Strom und mir ist das, ich habe oft schon bei Pfarrer oder auch bei in Kirchen, wenn ich Vorträge gehalten habe, dass ich denen gesagt habe, also christlich ist okay, aber die Juden ist gleich das Gleiche und auch der Mohammedaner ist dasselbe. Es ist nämlich nur eine Schöpfung, es ist nur eine Energie. Liebe ist einmal da gesagt worden. Das ist so ein Begriff, den kann man nicht fassen. Mhm. Wenn ich sage, Herrgott, Rauschebutton, so wie es heute so Filme gibt. Nein, es ist Liebe. Es ist also Energie. Und ich habe dann ein Herzinfarkt gekriegt, habe ich gedacht, komisch, das hast du gar keine Luft mehr und so weiter. Habe ich gesagt, ja, das vergeht schon wieder. Und dann bin ich doch 3 Tage später zum Arzt gegangen. Und dann sagt er, ja, morgen kriegst du das Ergebnis mit. Die haben in der Früh um 8 Uhr angerufen, dann um 12 Uhr und immer wieder. Da habe ich gesagt, ja, sie müssen ins Krankenhaus, sie müssen ins Krankenhaus. Sie haben schwerste diese Punkte, wo die da abmessen können, ein schwerer Herzinfarkt. Aber der arme Arzt oder Ärztin, der hat dann jeden Tag angerufen und gesagt, Herr Bart, wenn Sie jetzt nicht in die Klinik gehen, dann schicke ich einer einen Notarzt vorbei und einen Sanitäter. Da habe ich gesagt, also okay, gut, dann rufe ich an in Bogenhausen in München und fahre da rein. Haben die da auch gesagt, und dann haben die das Laufen angefangen und haben gesagt, Notfall, überall bin ich vorgeschoben worden, Notfall. Da habe ich mir gedacht, mein, mir geht es doch so gut. Was habt ihr alle? Jetzt muss ich euch ein bisschen helfen. Und wie ich dann drin war in dem OP, habe dann da eben einen Katheter gekriegt. Und dann haben die schon, dann waren da 3 Ärzte da, die immer, da geht es ja zu da herin in dem OP. Und habe ich zu dem der wo da der Chefarzt war, da ist der Oberleitender Oberarzt, so, Chefin war eine Frau. Dann habe ich gesagt, das musst du mit dem ein bisschen ratschen. Und er hat sich da drauf einlassen und dann kam der Punkt, wo er gesagt hat, jetzt darfst du nicht mehr reden. Da habe ich gespürt, er war wirklich an einer Stelle, wo er hochkonzentriert war, aber ganz tief innen auch eine Angst war. Bleibt er mal auf dem Tisch liegen? Mein Gott. Und ich bin noch da. Also, Tod vorm Sterben, auch mit Schmerzen oder vor Angst vor dem Tod. Ich habe in einem
Beerdigung letztes Mal gesagt, das ist ja gar nicht so lange her, die haben das ganz lustig gemacht, also ganz anders, wie der Kulturkreis von uns so ist. Habe ich dann gesagt, weil er gesagt hat, ihr sagt was. Und dann habe ich gedacht, ja gut, okay. Habe ich gesagt, wer gestorben ist, ist nicht tot. Und habe die Blumen gepackt und habe es. Ich habe gar nicht gewusst, was ich mache. Dann habe ich ihn umgeschaut, sage ich, du, tut mir leid, na, schön war's, dass das machen. Und das ist das, wir leben in der Dualität. Wir werden, wir kennen gar nicht anders, wie du das gesagt hast. Gut und böse, arm und reich. Aber da, auf dieser Seite. Und wenn ich dann, ich mache das jeden Tag, dankbar bin und sage, schöner Tag, lass mich gut schlafen. Und dann diesen Begriff umsetze von Jahwe, von den Juden, wie die das nicht sagen dürfen, dass das heißen soll, ich bin da oder ich bin der ich bin. Und das habe ich so in mir verinnerlicht. Und wenn ich nicht aufpasse, dann passiert's. Dann verschmelzt es. Leideln? Unmöglich. Ja, was kann man da Besseres tun, als am Abschluss natürlich die Lieder wieder aufzugreifen von der Julie Lea? Was bestimmt etwas, das uns hier da. Ich möchte euch einladen, diese hohen Frequenzen, die wir hier jetzt diese Stunde hatten, aus Liebe und Einheit, Verbundenheit, noch ein bisschen im Klang zu spüren und nachzuspüren und in euch und euren Körper und eure Seele zu lassen.
Susan, da haben wir wieder eine Sendung jenseits der Realität hingelegt. Danke an unsere Gäste, dass ihr euch hier geöffnet habt für dieses Wissen, für die Menschen da draußen, die uns zusehen. Und danke auch an die Zuseher, dass sie dabei waren bei Wurzelheimat. Ich bedanke mich auch für all das, was ihr heute den Menschen eröffnet habt, auch eure Sichtweise mal weitergegeben habt und sogar ja, Menschen am Bildschirm geholfen habt, dass sie vielleicht selber den Nebel wegbekommen. Dankeschön. Danke euch.